Hallo und grüß euch. Ihr werdet euch vielleicht wundern, warum ich heute so angezogen bin, aber es gibt eine kleine neue Rolle für mich, nämlich Professor Eberharter. Unser Professor Eberharter wird in der kommenden Saison das Skiwissen unserer Unika-Athleten auf Herz und Nieren testen. Auf unsere Kandidaten wartet eine Prüfung über vertraute Skigebiete des Weltcups und historische Ereignisse der Skigeschichte. Also legen wir gleich los und kommen zur ersten Frage. Wann wurde der Skiweltcup zum ersten Mal ausgetragen und wie hießen die beiden Gesamtweltcup-Sieger? Die ersten Gesamtweltcup-Sieger? Ich würde sagen. Das weißt du, Benni. Nein, ich weiß es nicht. Das ist jetzt eine gute Frage. Boah, das müsste jetzt so ziemlich genau vor 50 Jahren gewesen sein. Ich schätze mal 51 oder 52 Jahre. Wie die ersten beiden Gesamtweltcup-Sieger geheißen haben, weiß ich allerdings nicht. Ich würde sagen, es war 68 und der erste war der, sagen wir mal, der Schranz und die Nancy Green. Aber ich weiß nicht, ob stimmt. Ich glaube 1967, 50 Jahre her. Und wer da gewonnen hat, das weiß ich nicht. Sollte ich sowas wissen? Keine Ahnung. Erstmals ausgetragen wurden sie 1967, weil auf der Startnummer letztes Jahr war es 50 Jahre Jubiläum, heuer war 51 Jahre und die Sieger weiß ich leider nicht. Ja, knapp, gell? Aber natürlich der Professor Eberharter, der weiß natürlich das ganz genau alles. So, die ersten Antworten waren gar nicht so schlecht. Einige sind sehr gut von euch gelegen und jene, die nicht so gut waren, hier die Antwort. Das erste Weltcuprennen war ein Herrenslalom am 5. Januar 1967, den der Österreicher Heinrich Messner gewann. Der Franzose Jean-Claude Killy gewann den Gesamtweltcup und siegte auch in allen Disziplinenwertungen. Bei den Frauen siegte die Kanadierin Nancy Green. In welchem Ort wurden die meisten Skiweltmeisterschaften ausgetragen? Drei Antwortmöglichkeiten: A. St. Moritz, B. Innsbruck, C. Cortina d'Ampezzo. Ich würde sagen St. Moritz. Ich schwank zwischen St. Moritz und Cortina, ja. Aber ich glaube auch St. Moritz. St. Moritz, schätze ich mal. St. Moritz. St. Moritz. St. Moritz. Ich glaube in St. Moritz. Weil, wo ich letztes Jahr da war, hat man dort gesehen, welche davor waren und ich weiß nicht mehr, wie viele das waren, aber ziemlich viele. Zur Antwort. In St. Moritz fanden bereits 5-mal Weltmeisterschaften statt. Innsbruck war 4-mal Austragungsort und Cortina 3-mal. 2021 kommt für Cortina ein 4. Mal hinzu. Boah. Und das hat mit einem Skigebiet zu tun. Schlafmilch. Das Weltcuport.